wieder zurück. Ja, seht ihr? Aber auch rollende Sachen haben ihren Vorteil. Nö. Natürlich so nicht. Aber der Grundgedanke war schon mal nicht schlecht. Wo kommt die ganze Scheiße her? Mein Schatz ist total zugemüllt. Ja, du musst schon erstmal da oben bleiben. Oh. Ja, oh. Das tut weh. Und vor allem das Ding rollt wieder zurück. Das heißt, es ist doppelt einfach. Because we can einfach jumpen da oben, aber das überlebt was jetzt nicht. Und warum steht das nicht mehr da? Ah, okay, es ist eigentlich ganz einfach. So wie alles eigentlich. Denn wir müssen jetzt mit dem ersten Schwung drüber kommen und da er beim zweiten nochmal rüber rollt, können wir das dann eigentlich reinziehen. So hab ich verstanden. Genau, und sobald er jetzt beim zweiten Mal durchgerollt ist, oder wieder draufgerollt ist, genau, können wir es loslassen. Und wir können das jetzt von dieser Seite. Runterschubsen. Und von dieser Seite herziehen. Gut gemacht, Marines. Wir sind einfach die Besten. So, was haben wir hier? Ein großes Zahnrad, so wie es aussieht. Ein sehr, sehr großes sogar. Das ist ja wirklich unglaublich. Und ich habe aus irgendeinem Grund das Gefühl, wir müssen uns damit tragen lassen. Und ich habe auch aus irgendeinem Grund das Gefühl, wir hätten vielleicht die Kiste mitnehmen sollen. Ah, nee. Schaut euch das an. So. Und da klingt das Telefon. Und ich gehe kurz ran. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück vom Telefonatgespräch. Was ist das da? Ich glaube, ich sieht sehr nach gedamaged aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt da drauf springe. Ja, okay. Ich hätte wohl doch die Kiste mitnehmen sollen. Beziehungsweise muss ich hier eigentlich gar nicht. Ich kann ja einfach die Kiste mitnehmen, oder? Genau. Wunderbar. Was? Nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich im Ernst beide Kisten gebraucht hätte. Und ich gehe die Leiter hoch, 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 hoch. Ich bräuchte mal eine Uhr zum... Na, nachschauen. So. Wie ich mir schon gedacht habe, brauchen wir beide. Ja. Geh mal von der anderen Seite durch. Ist hier heutzutage kein Problem mehr. Zack. Oh, nein. Doch ein Problem.
Denn wir von McLaren Forster haben beschlossen, dass die Kiste gebraucht wird. Aber eigentlich schon ein krasses Zahnrad hier. Bin ich schon proud, dass ich das benutzen darf. So. Jetzt mach's gleich flutsch mit mir. Und weiter geht's. Jetzt haben wir zwei Kisten da. Wir werden erstmal eine rüberschieben. Hoch bis an den Rand. Die andere wird wieder zurückgeschoben bzw. erstmal dahergestellt. Wunderbar. So, und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, mache ich eine Aufnahmepause. Jetzt bin ich bloß noch kurz am Überlegen. Ja, muss ich anscheinend immer machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man muss da gar nicht gleich beim ersten Mal, man kann auch beim zweiten Mal. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht bringt es mir wieder nichts, weil es nicht weiterfährt. Nein! Naja, darum kümmern wir uns das nächste Mal. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Ja, komm, wissen wir es. Tschaußen. Ich beende diese Aufnahme mit einem Death. Death! Und wie schön aber. Hello and welcome bei Let's Play Limbo. Und ja, wir sind wieder soweit. Scheiße. Achso. Dachte ich schon, ich hätte vergessen, wie es geht. Letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Und jetzt weiß ich leider auch nicht mehr ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Okay, so. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommen wir so nicht drüber. Was müssen wir da machen? Beziehungsweise wofür war das keine? Achso. Beziehungsweise wo geht's denn da drüben lang? Achso, das war das da. Das heißt, wohl oder übel werden wir das hier schon brauchen. Weil ich nicht weiß. Also ist so wie ich das sehe, wenn wir da drauf springen, sind wir definitiv tot. Jetzt wartet mal, ich habe da vielleicht eine Idee. Das sieht nach einer Kette aus und der wird uns vielleicht so ein bisschen in Schwingung versetzen sollen, können, dürfen, müssen. Und dann hm.
Zack. Jawohl. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt probieren wir mal runter. Okay. Bam. Ich glaube, die Welt dreht sich. Oh mein Gott. What the fuck? Scheint, als könnte ich mich da irgendwie festhalten. Ja, schöner Witz. Okay. Okay, ergänzt. So. Du kommst da her, genau. Und das fällt jetzt dann eh gleich von alleine um. Sollte es zumindest. Ah, da kann ich jetzt darüber. Kann mich jetzt hier wieder einstellen, einhaken. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich links rauf muss oder ob ich weiterfahren soll, aber irgendwie. Ah, okay. Jetzt hat aufgehört. Okay, 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 okay. Erstmal ein bisschen schauen, was wir da machen müssen. Ah, okay, das rutscht runter. Gut, können wir schon wieder vergessen. Ja, das können wir eigentlich auch schon wieder vergessen. Da müssen wir irgendwas mit dem Magnetenteil da machen. Probieren wir es mal so ganz hoch schieben. Und dann ganz schnell wieder runterlaufen und dann schauen wir mal, ob wir. Ah. Jetzt bloß die Frage, würden wir von da. Ja, würden wir. Dann kommen wir von da auch da hoch. Ja, kommen wir auch. Zack. Ja, so natürlich nicht. Gut, gleich nochmal. Und so. Und so. Wunderbar. Überhaupt kein Problem für das geübte Auge. Einfach mal umlegen. Ja, natürlich diese Drecksscheißsteuerung. Das sieht nämlich nicht mehr so danach aus, als würden wir da rüberkommen. Ja, natürlich. Gut.